Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum LinkedIn Live, heute mit dem wunderbaren Florian Hohmeier. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich eigens ein T-Shirt habe mit dem Hashtag 72 Stories, denn das ist das Format dieses Lives. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich mich selbst committe, mit 72 Menschen hier live über ihre Stories zu reden, über das zu sprechen, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Und wir waren im Vorgespräch mit dem Florian schon mittendrin in der Story. Und deswegen heute Storytelling und Schwarz-Weiß-Denken. Yeah. Hallo Florian. Ja, hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich finde es super, diese 72, den Hashtag 72 Stories. Und es passt wie Faust aufs Auge, schwarz-weiß denken, insbesondere gerade zur Situation. Richtig. Das Ding ist, wie reagieren wir, wie machen wir, wie tun wir und was können wir vor allen Dingen tun? Und heute darüber reden, hast gerade gesagt, wir waren gerade schon im Vorgespräch und haben uns irgendwie unterhalten. Das hättest du wahrscheinlich auch schon aufzeichnen können und live stellen können. Stimmt, wir schließen da jetzt nahtlos an. Was ist denn für dich Schwarz-Weiß-Denken? Also ich habe das ja ganz bewusst so ein bisschen provokativ auch formuliert. Was ist denn das für dich? Schwarz-Weiß-Denken ist für mich hauptsächlich eigentlich so in festen Kategorien denken, also im festen Bahnen. Denken. Ich nehme das immer ganz gerne am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da habe ich mich so mit ein paar Unternehmensberatern unterhalten, weil die beraten ja Unternehmen. Also habe ich gehofft, mir dort Tipps abholen zu können. Und das war dieses klassische, also ich habe denen erzählt, das, was ich vorhabe, Storytelling, Contentproduktion auf Social Media und andere Menschen dazu inspirieren, das auch zu machen. Nee, das funktioniert nicht. Also wir haben klassische Unternehmensbahnen, das muss so und so funktionieren. Und wenn du nicht spätestens dann dein, was weiß ich, KPI oder sonst irgendwas erreicht hast, dann ist dein Unternehmen nicht erfolgreich. Und das ist für mich klassisches Schwarz-Weiß-Denken. Ja, also es ist ein sehr gutes Beispiel, Florian, weil ich glaube, dass das waren nicht die richtigen Berater. Aber das ist eine andere Sache. Ja, klar, also es ist halt so, dass es schwarz und weiß gemischt, also du bist ja auch nicht nur schwarz-weiß da zu sehen, es sind ja auch so ein paar Grautöne da und das ist ja das Spannende. Ich sag mal ganz kurz, hallo zu euch lieben Zuhörern und Zusehern. Ich sehe die Tanja, hallo, hallo. Sagt uns gerne mal, was ist denn für euch Schwarz-Weiß-Denken und wie viel Nuancen von Grau gibt es denn eigentlich? Also nicht nur 50, glaube ich. Nur 50. es gibt natürlich deutlich mehr Nuancen. Denke auch. Ich versuche ja bei mir immer den Kontrast so weit rauszuziehen in meinen Videos, dass du wirklich schwarz und weiß hast. Also das jetzt hier zum Beispiel, diese Hintergrundlehne von einem grauen Stuhl, die würde normalerweise so rausgezogen werden aus dem Video, dass du wirklich nur einen schwarzen Hintergrund und mich in weiß dann sozusagen siehst. Weil ich, das ist die Kehrseite vom Schwarz-Weiß-Denken, dieses Kontraste erzeugen, also Gegensätzlichkeiten erzeugen, etwas zu tun, was nicht so läuft, wie erwartet oder etwas auf den Weg zu bringen, womit keiner rechnet. Sachen zu hinterfragen, zu sagen, dreh das mal um. Ja. Das finde ich ist quasi die zweite Kehrseite von Schwarz-Weiß-Ding. So kann man es ja auch interpretieren. Ja, auch das ist aber schon wieder grau gedacht, weil die einen sagen, boah, Schwarz-Weiß-Denken, das ist ganz böse. Und die anderen sagen, so wie du jetzt, es ist ja auch ein cooler Kontrast. Und sag mal, die Situation jetzt, die ist ja auch wirklich sehr gut geeignet, um jegliche Schwarz-Weiß-Klischees zu bedienen. Sag mal, was siehst du denn für Chancen? Also bitte, schildere mir doch mal deine Grautöne. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben, sind so vielfältig wie schon lange nicht mehr. Das Schöne am Internet ist ja, dass jeder das posten kann, was er möchte. Der Nachteil ist, dass es jeder tut. Herrlich formuliert. Wir haben mit dem Internet so viele Möglichkeiten. Der Fleischer kann jetzt nicht online seine Wurst verkaufen, obwohl geht auch.
Online-Versandhandel, irgendwie sowas. Der Friseur kann nicht online Haare schneiden und der aber der kann Tutorial machen. Also sie können Tutorials machen. Wie schneide ich meine Haare selber? Also wo muss ich, was weiß ich, mit der Schere ansetzen? Ich glaube tatsächlich, entschuldige, dass ich die unterbrochen habe, ich glaube tatsächlich, Florian, dass wir fast alle Leistungen ins Internet ziehen können. Ja, natürlich, ab und zu brauchen wir wirklich haptisch eine Stulle Brot zum Essen, aber wir können uns tatsächlich beibringen lassen, wie wir sie mit Butter bestreichen. Ganz genau so ist es. Und ich finde, der Ansatz muss eigentlich folgender sein: Ich muss die Möglichkeiten, die ich habe, nehmen und schauen, was ich daraus machen kann. Also du sagst es gerade mit diesem Online-Tutorials oder Kursen. Eine Bekannte von mir, die ist Make-up-Artist und hat momentan natürlich auch total Einbruch und hast du nicht gesehen. So, was macht die? Die macht Online-Kurse, wie man irgendwie, ach, ich weiß es gar nicht, was man da alles machen kann. Hier irgendwie Wimpern oder Augenbrauen färben oder sonst. Also frag mich nicht, ich weiß, ich kenne mich da nicht aus. Die macht daraus Online-Kurse. Nicht teuer, für einen schmalen Taler kann man dann irgendwie kaufen und kann man sich anschauen, alles klar, wie schneide ich meine Haare selber zu Hause? Als Beispiel, ich weiß es nicht. Aber was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich überlege, also ich als Unternehmer oder ich als Person, sagen wir es mal so, habe ich für Möglichkeiten, mein Produkt, mein Angebot so zu platzieren, dass ich es weiterhin vertreiben kann. Also das Schöne ist ja, wir haben ja alle möglichen Vertriebswege heutzutage. Wir brauchen nicht nur persönlich. Natürlich cool und es ist am besten und es ist wirklich angenehm. Ich war gerade letzte Woche, war ich noch bei einem großen Kunden aus Westdeutschland und wir haben da einen super Workshop gehalten und die legen gerade richtig los mit Content. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich lange wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, wie cool ist das denn? Ja. Also wirklich dieser Face-to-Face-Kontakt. So, und jetzt bist du wieder im Lockdown und denkst dir, alles klar, wir müssen das jetzt irgendwie umstellen. Und entgegen aller Annahmen, ich weiß nicht, wie dein Tag heute aussah, aber ich bin bis 15.07 Uhr gerade in Meetings gewesen, in Neukundenanfragen, die sagen, Florian, wir wollen den Lockdown jetzt nutzen, um mit Content anzufangen. Kannst du uns bitte helfen? Kannst du bitte gib uns Tipps, gib uns Trainings oder mach einen Workshop oder was auch immer. Bitte online und am besten bis morgen. So. Ja, same here. Also es gibt, das ist ja auch wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt sehr viele, die sagen, oh, alles ist ganz schlecht und es wird jetzt, wir machen dieses Jahr nichts mehr, weil es ist sowieso Lockdown und dann machen wir nichts mehr. Wir machen zu und machen Pause. Und dann gibt es die anderen, die Farbe möchte ich nicht definieren, aber dann ist es so, dass die sagen, boah, krass, was schenkt mir das gerade? Und ich habe das Gefühl, dass die Stimmung nicht ganz so ist wie im ersten Lockdown, weil es schon ja so ein Stück weit, es ist jetzt auch eine dunklere Jahreszeit, kann alles sein, aber was auf jeden Fall die Mehrheit aus meiner Sicht macht, ist, daraus eine Chance zu sehen. Auch vielleicht eine Chance zu sehen, sich mal zurückzuziehen und zu sagen, okay, ich reflektiere, ich lasse das Jahr wirken, ich plane mein nächstes Jahr, ich sammle Kraft für den richtigen Schub oder eben das zu tun, was deine Kunden tun, die anzufragen und zu sagen, yeah. Und ich möchte noch mal ganz kurz begrüßen, hallo Jean, Christian, Carina. Carina hat was geschrieben und sie schreibt, Schwarz-Weiß-Denken gleich wenn-dann. Das ist spannend. Sich abhängig machen von Meinungen vielleicht. Hinterfragen rockt, schreibt sie. Ja, wenn-dann. Das finde ich immer so ein bisschen, meine Kinder sagen immer, wenn dann ist Erpressung. Ja. Deine Kinder sind kluge Kinder. Ja, total. Dafür mag ich sie auch. Sie kommen ganz nach dem Papa. Nein. Okay. Ich mag die Art, wie du denkst, Florian. Du bist der absolute Kracher. nein, das ist, ich glaube einfach dieses, also wenn dann Schwarz-Weiß-Denken, wie auch immer man es nennen möchte. Ich finde halt irgendwie, ich finde den Begriff Komplementärdenken eigentlich viel interessanter, aber das ist so ein krasses Buzzword, weil Schwarz-Weiß ist so ein, ist zwar ein geflügeltes Wort für uns, aber du kannst ja genauso gut Rot-Grün oder Blau-Gelb sagen. Ja,
Ne? Ich denke nicht, dass Schwarz-Weiß-Denken, wenn dann Denken ist. Weil beim Schwarz-Weiß hast du immer zwei Grundannahmen, zwei Grundstrukturen, Gegensätzlichkeiten. Wenn dann, finde ich immer, ist so eine Aufeinanderfolge. Ja. Ich glaube aber, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Schwarz-Weiß, also Corona Kopf in Sand stecken oder Corona voll durchstarten, das wäre für mich Schwarz-Weiß. Aber nicht das eine kommt nach dem anderen. Genau, stimmt. Also, ja, das sehe ich auch so. Also ich finde ja gut, was wie gesagt Carina schreibt und auch was ich für mein Leben tue, da bin ich wieder so ein Stück weit beim Vorgespräch. Ich habe die Dinge immer hinterfragt und habe überlegt, okay, die Situation ist so. Kann ich, also wenn mich die Situation stört, frage ich mich, kann ich die Situation ändern? Ja. Okay, ich kann jetzt nicht ändern, dass die Geschäfte zu sind oder was auch immer. Ich kann aber ändern, wie ich dazu stehe. Ich kann jetzt sagen, oh, alles ist schlecht und kann mir den ganzen Tag Nachrichten reintun und mich noch schlechter fühlen. Oder ich kann sagen, das, was du machst, was sicherlich sehr viele hier machen auf LinkedIn, ich baue in der Zeit mein Business und helfe Leuten wirklich, helfe Menschen, ihr Business zu bauen. Das mache ich ja mit dem Marketing. Ja, und du hilfst, indem du den Menschen diesen Mut und diese Lust gibst, die man bei dir ja spürt, Stories zu erzählen. Ja. Ich sag nochmal Hallo Claudia, Hallo Petra, genau, Krise als Chance, schreibt hallo, Petra. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, die Krise als solches ist ja nicht neu für uns, sondern wir haben alle im März schon mal eine ganze Menge Business verloren und wir hatten uns im Vorgespräch gerade drüber unterhalten. Für alle war so im März so ein bisschen der Cut. Hallo Pia, schön, dass du übrigens da bist. Ich sehe das hier in den Kommentaren. Und ich glaube, da ist für uns alle einiges klar geworden. Also für mich war das zum Beispiel dieser Schritt, du hast es gerade super gesagt, die Krise als Chance zu nutzen, beziehungsweise daraus ein Neues zu entwickeln. Innovativ zu werden. Und ich finde, es gibt ja immer keinen besseren Antreiber als Schmerz oder Verlust. Nicht, dass ich jetzt irgendwie aus dieser leicht masochistischen Ecke komme, aber ich finde halt so aus unternehmerischer Sicht, wenn du siehst, dass dir plötzlich all deine Umsätze wegbrechen für das nächste Jahr oder keine Ahnung was, dann bist du gezwungen zu handeln. Als Selbstständiger hast du relativ wenig Netz und doppelten Boden, wenn überhaupt. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber ich finde diese ganze Soforthilfe so auch so eine lustige Sache, wo ich halt einfach sage, nee, ich will ich gar nicht, ich will auf eigenen Beinen stehen, ich will das selber machen. Und wenn ich sehe, dass das, was ich verkaufe, keinen Umsatz macht, dann muss ich mich auf den Hosenboden setzen und mir was Neues einfallen lassen. Genau. Und das finde ich viel interessant. Und dann sind wir schon wieder in diesem linearen Denken. Und ich glaube, wir hatten das gerade gesagt. Christian hat es gerade gesagt, genau, wenn dann denken, ist dieses lineare Denken. Und dann sind wir quasi in diesem Ding. Also jetzt haben wir eine Krise, wir haben eine Veränderung, wir haben einen Schmerz, ich habe einen Schmerz, mir fehlt Umsatz, jetzt muss ich was verändern, ich muss jetzt irgendwas online machen. So. Und ich habe mich ganz am Anfang immer so gesträubt gegen dieses Online-Kurs-Gedöns. Ja. Und irgendwann wurde ich dann gezwungen zu sagen, also jetzt, ich rede jetzt nicht von Videokurs, sondern Online-Workshops. So. Ja. Und dann kam ja die erste Corona-Welle und wir wussten ja alle nicht, was ist das überhaupt, was passiert da und wie schlimm ist das? Und es hieß nur Lockdown und die Klopapierrollen verschwanden aus den Supermärkten. Und dann war das für mich so das Ding, klar, du hattest irgendwie Präsenz-Workshops und die waren plötzlich alle weg. Ja, und dann bist du in die Situation gezwungen, dass du sagst, du musst jetzt etwas tun, was du eigentlich gar nicht möchtest. Ja. Oder wovon du selber nicht überzeugt bist. Und dann habe ich wirklich mich hingesetzt und gesagt, diese ganzen Workshops, die werden jetzt eingestampft und zusammenkomprimiert und also eigentlich auf online komplett umgestellt, diese ganzen Moderationskarten und was nicht, weil alles Metaplan war. Das ist ja alles rausgeflogen aus dem gesamten Konzept. Und da habe ich mich hingestellt und gesagt, alles klar, jetzt machst du es online. Jetzt habe ich dann immer hier mein Flipchart zu stehen und mache dann meine Workshops mit Flipchart und die Kunden sitzen quasi per Zoom mit dabei. Und das ist dann irgendwas, wo du sagst, das ist dann quasi in meinen Augen Innovation. Es gibt kein neues Internet, keine Frage. Es gibt auch keine, also die Online-Kurse ist auch nicht neu. Aber für mich persönlich, also ich habe mich persönlich innoviert. Ich auch.
Ich auch. Ja. Also ich habe in diesem Jahr, ich bin jetzt 19 Jahre selbstständig und Unternehmerin, ich habe in diesem Jahr also gefühlt so viel gelernt wie den letzten 5. Und ich bin niemand, der stehen bleibt. Ja. Aber im technischen Bereich, in dem ganzen Bereich, wie bereite ich wirklich Online-Inhalte auf? Ja. Und ich kann nur sagen, die Situation, die mich wirklich im März wieder mal aus meiner Hängematte geschmissen hat, also das gab schon ein paar Situationen vorher. Ich habe erst schon gesagt, so das Unternehmerleben verläuft so in diesen Wellen. Ja, ja. Ich glaube, am Anfang sind die Wellen relativ groß. Also es geht steil bergauf, dann bist du oben und dann fliegst du steil runter, weil du vielleicht in dem Moment, wo es steil bergauf ging, vergessen hattest, dich weiter um weitere nachfolgende Kunden zu kümmern. Das kann passieren. Mir ist es zumindest passiert. Und dann fällst du in ein tiefes Tal und denkst, oh, was ist da los? Und mit der Zeit habe ich gelernt, diese Amplituden, also wie das ausschlägt, ein bisschen auszugleichen. Es gibt immer noch Wellen. Ja. Aber auch deshalb, A, mit diesem Grundvertrauen, es geht immer weiter. B, solange ich ein gutes Team habe, meine Leistungen gut sind und Leuten helfen, solange wird es Nachfrage dafür geben. Ja. Und zum anderen dann auch zu gucken, okay, ein Gefühl zu entwickeln für diese Zielgruppe. Und ich glaube, da kommen wir auch zum Storytelling. Zu sagen, hey, was brauchen denn meine Kunden jetzt? Und das war die Frage, die ich mir im März gestellt habe. Und da ist hier, Achtung, Werbung, dieses wunderbare Buch entstanden. Das habe ich wirklich geschrieben. Da habe ich angefangen, am Anfang vom Lockdown. Ja. Und während ich dieses Buch schrieb, habe ich gemerkt, wie viel System in meiner Marketingstrategie steckt. Also ich habe mich selber neu kennengelernt und habe gemerkt, Mensch, das hat ja ganz schön viel System und Strategie, das Ganze, was dahinter steckt. Ja. Also nicht, dass ich das vorher nicht wusste, aber ich habe es nie so systematisch zusammengefasst. Ich habe mal da einen Blogartikel geschrieben, mal da ein Video gemacht, aber nie systematisch. Ja. Ich finde es super interessant, weil das eigentlich genau das widerspiegelt, was so ein bisschen die selbstständige Tätigkeit per se ist. Also man entwickelt irgendwas, man ist da sehr straight und, Achtung, Passwort, Experte auf seinem Gebiet. Aber wirklich zu sehen, was da funktioniert oder was du da eigentlich mittlerweile auf die Beine gestellt hast, siehst du erst, wenn du es einmal runterschreibst oder zum Beispiel in meinem Fall beim Kunden anwendest. Ja. Ich finde ja auch immer dieses Ding, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es zum Beispiel am Anfang super interessant, dass ich mir einfach gesagt habe, ey, für das Wissen, was ich habe, was ich mir zum Beispiel über die Jahre in der Medizintechnik angeeignet habe, dafür bezahlt doch keiner Geld. So, bis ich dann gemerkt habe, natürlich fürs Wissen bezahlt keiner Geld, sondern für den Umsatz, also die Umsetzung, dafür bezahlt man Geld. Aber zu überlegen, dass das, was ich weiß, nicht automatisch dein Wissen oder von irgendjemand anders ist. Oder das, was ich an Wissen, an Erfahrung, an Expertise habe, dass das vielleicht irgendwas ist, was andere gebrauchen können. Das ist so irgendwie so ein, für mich so ein krasser Aha-Moment gewesen. Und das ist jetzt auch was, wo ich zum Beispiel bei LinkedIn sage. Ich bin ja bei, wie du schon gesagt hast, bei LinkedIn Content Creator. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, also wie baust du ein komplettes Business nur mit Storytelling, Videos und Social Media, in dem Sinne mit LinkedIn auf? Ja. Das habe ich nicht irgendwo gelernt oder das habe ich nicht irgendwo mit einem Kurs oder sonst irgendwas gemacht, sondern ich habe es erlebt. Ich habe es von Anfang an aufgebaut. Klar, ich hatte auf jeden Fall an manchen Stellen Situationen, wo ich gesagt habe, ey, hier, ich habe mal eine Frage. BWLer oder keine Ahnung was, ich brauche mal da einen Background oder ich brauche mal da eine Information, die habe ich mir rangezogen. Aber dieses Konzept, wo ich heute sage, ey, das läuft, es funktioniert. Ich muss da nicht jetzt irgendwie großartig, ne? Aber das ist was, wo dieser Prozess hingegangen ist. Das kann ich heute, konnte ich vor 2 Jahren noch nicht. Und das ist nochmal eine Frage, die ich vielleicht an euch, ihr lieben Zuhörer und Zuseher, stellen möchte. Wie seht ihr das? Habt ihr auch diese Amplituden im Business? Gleicht ihr die aus? Und was war denn euer größtes Learning? Das, was der Florian gerade erzählt hat, dass er irgendwann relativ zeitig realisiert hat, hey, diese Erfahrung, die ich da habe, die ich wirklich... Und das ist ja das, was es wieder authentisch macht. Diese authentische Erfahrung, das ist ja das,
was mein wahrer Wert ist, den ich verkaufen kann, den andere Leute, die davon, die einfach nicht, du kannst jede Erfahrung selber machen, du brauchst eigentlich gar nichts kaufen, weil du kannst ja mit allem Trial and Error kannst du ja versuchen. Aber ich bin sozusagen der Shortcut zum Marketing-Erfolg, zum strategischen Marketing, zum authentischen Marketing. Und Florian ist der Shortcut zum Storytelling auf Social Media. Also das sind so die Dinge, wenn du ein bisschen schneller vorankommen willst, ist es halt wirklich schlau, sich dann Experten zur Seite zu nehmen. Genau, ja. Erfahrung ist der Wert, sagt Sonja Salmen. Ja. Vielen Dank dafür. Schreib gerne rein in die Kommentare. Entschuldige. Nö, ich warte, bis du fertig bist. Ich verharre hier in dieser, ich bin eingefroren. Ich glaube, du hast ja immer zwei Wege. Du kannst Zeit oder du kannst Geld investieren. Und für mich war immer am Anfang das Ding, dass ich gesagt habe, ich investiere Zeit, weil ich wissen will, wie es selber funktioniert. Weil ich wissen will, was ich jetzt, ich habe vor geraumer Zeit mit Final Cut, also einem Editier-Schnittprogramm angefangen für Videos. Super aufwendig, super komplex. Ich kann damit Sachen machen. Träumt man von rosa Elefanten in Videos einfügen? Läuft. Super. War für mich aber eine totale Umstellung. Ich habe vorher mit iMovie gearbeitet. Einfache Software, ganz simpel zu cutten und alle linken Coffee Breaks sind damit geschnitten. So, dann hast du Kundenprojekte, also die sagen, Florian, wir möchten gerne, dass du unsere Videos erstellst und so weiter. Und dann gehst du zu so einem Projekt und du merkst plötzlich, ich kann es nicht mehr alleine. So, und da gibt es aber auch keine Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich lerne jetzt. Ich kann mir keine vier Hände anlernen oder keine 48 Stunden in einem Tag. Das geht nun mal nicht. Ja, dann bist du an einem Punkt, da kannst du nur dazu kaufen. Und das ist jetzt zum Beispiel einer der Punkte, wo ich jetzt gerade stehe und sage, ich muss im nächsten Jahr mit Personal wachsen, weil ich es alleine nicht mehr hinbekomme. Und das ist jetzt zum Beispiel schon so, wenn wir irgendwelche Kundenprojekte drehen, dann muss ich mir teilweise einen Kameramann oder ein Licht oder einen Tontechniker dazu holen, weil ich das alleine nicht machen kann. Und ich finde, da muss man dann auch irgendwann die Größe besitzen, zu sagen, okay, ich muss jetzt investieren. Egal, ob nun Zeit oder Geld. Immer Stimmt. nur die beiden Möglichkeiten. Ne? Ja. Und daraus wächst man natürlich mit Erfahrung. Das ist es. Und ich finde es interessant, Sonja sagt, experimentieren ist der Weg zum Erfolg. Und Miriam sagt, zufriedene Kunden sorgen für neue Kunden und begeisterte Menschen aus deinem Netzwerk empfehlen dich weiter. Das war eine große Erkenntnis von ihr. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil tatsächlich ist das für mich die Basis, diese Empfehlungsgeschichten, ist die Basis von meinem Erfolg zum Beispiel, also wir sind ja auch 7 Leute in der Firma, von unserem Erfolg, weil wir gerade in den Zeiten, wo die Amplitude ein bisschen nach unten geht, unglaublich profitiert haben von einem Empfehlungsnetzwerk. Okay. Und Achtung, jetzt kommt nochmal Werbung. Deshalb habe ich tatsächlich aus dieser ganzen Erfahrung heraus meinen Workshop fürs Empfehlungsmarketing entwickelt, den ich im Januar starte. Also der ist komplett neu und das ist wieder sowas, wo ich auf diese Kundenbedürfnisse eingegangen bin. Ne? Also ich habe gemerkt, okay, das interessiert viele Leute, also mache ich das. Es ist ja und die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Pia schreibt, es geht um die Transformation der Erfahrung in das Business der Kunden, also Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja im Grunde genommen so ähnlich wie dein Ansatz, wie mein Ansatz. Ne? Und Carina schreibt, genau, ihr Bestes war Sprung ins kalte Wasser und Reisen als Investition ins Humankapital. Schön formuliert, oder? Ja, sehr cool. Genau. Ich glaube, und das war was du ja auch schon davor so ein bisschen angesprochen hast, die Kundenzentrierung. Also du hast gerade gesagt, bei dem Workshop, der da rausgekommen ist, den Nutzen des Kunden oder das Bedürfnis des Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, alles klar, lieber Kunde, da kommst du mal hin. Ich muss noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich da irgendwann selbstständig gemacht und ich hatte 100 Kontakte hier auf LinkedIn. Das war im Mai 19. Also noch gar nicht so lange her. Als ich mit LinkedIn richtig angefangen habe. Davor war das halt so ein bisschen Network.
Also ich hatte ein großes globales Netzwerk. So. Und als ich hier bei LinkedIn angefangen habe, da hatte ich 100 Kontakte und von da aus sozusagen alles aufgestellt. Dann kam Storytelling. Ich habe gesagt, alles klar, ich mache Storytelling für Unternehmen und so weiter und so fort. Ich mache das Ganze mit Content und ich zeige oder ich lebe Storytelling. Das Lustige war, ich hatte noch nicht mal ein Produkt, was ich verkaufen konnte. Also es gab noch nicht mal irgendwas, wo ich gesagt hätte, wenn du mich jetzt als Kunden angeschrieben hättest, ich hätte nicht sagen können, was ich mache. Ein Training, Coaching, Workshop, was auch immer. Sondern für mich war im allerersten Moment das Bedürfnis zu sagen, ich teile erstmal nur das Wissen. Ich möchte, dass noch mehr Leute Storytelling machen. So. Und dann kam aus dem Netzwerk das Feedback, dass man irgendwann gesagt hat, Florian, bietest du einen Workshop an oder hast du einen Videokurs oder hast du ein Seminar oder was? Und daraus hat sich dann für mich erstmal überhaupt eine Produktgestaltung entwickelt, weil ich vom Netzwerk den Input bekommen habe für Florian, du hast das und das Wissen und das teilst, mach doch einen Workshop draus oder mach da ein Training draus. Oder so, dann war das am Anfang der Gedanke, alles klar, Story as Service. Cooler Begriff, SaaS, ist so ein bisschen aus irgendeiner Bierlaune auf irgendeinem Junggesellenabschied ist das entstanden. Und ich hab einen guten Freund von mir, der macht Software as a Service und haben uns also drüber unterhalten. Und schöne Grüße an Robert an dieser Stelle. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich daraus ein Produkt entwickelt habe, dieses Story as a Service, und habe ganz, ganz früh gemerkt, okay, ich habe es gemacht, zweimal habe ich es gemacht für Kunden. Die haben mir ein Thema zugeworfen, ich habe eine Story geschrieben, zurückgeschickt und dann war das, es war nicht meins. Ich habe gemerkt, ich schreibe eine Story, das ist meine Story, ja klar, der Kunde findet es cool, aber irgendwie ist es nicht seine Story. Und das hat der Kunde auch gemerkt. Und dann habe ich gesagt, komm hier, cut. Alles wieder über den Haufen geschmissen und gesagt, jetzt höre ich mal ins Netzwerk rein. Und das, was aus dem Netzwerk rausgekommen ist, ist dann quasi das, was du heute hast. Videokurse, Workshops, Coaching und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich diesen, wie du es gerade gesagt hast, dieses aus dem Netzwerk rausziehen, was du quasi für dich nutzen kannst. Weil dein Kunde sagt dir ganz genau, was er braucht. Und das ist schön. Und da ist die Kunst, die große Kunst, genau zuzuhören, genau vielleicht auch zuzusehen. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich aus tatsächlich 19 Jahren Unternehmertum habe, die sich auch wirklich in allen meinen Handlungen widerspricht. Das ist diese Du-Ebene, also auf die Ebene zu gehen, wo der Kunde ist. Es ist überhaupt, du hast ja gesagt, es ist deine Story. Und deine Story ist wunderbar, ist absolut okay. Und ich liebe wirklich deine Coffee Breaks. Und trotzdem, wirklich, also ich gucke die unglaublich gerne. Und trotzdem ist es so, auch meine Story ist ja meine Story. Mhm. Aber ich erzähle sie so, dass die Kunden sich abgeholt fühlen, ja. Es ist ja nur der erste Schritt, die Story. Ja. Damit machst du die Kunden erstmal, ich sag mal, warm. Mhm. Aber was ich dann eigentlich erzähle und was ich bringe, ist ja wirklich das, hey, wie geht's dir denn damit, Florian? Also wo bist du denn gerade? Wo kann ich dich denn abholen? Mhm. Und da spielt nicht so sehr die Rolle, wo ich gerade bin. Genau. Ja, das ist für mich immer so wichtig. Ich sag nochmal, Sonja zeigt, vom Kunden rückwärts denken, gibt Exzellenz. User Experience, so easy ist das, schreibt sie. Christian schreibt, parallel zum Daily Business, sich Coachings oder Mentorings zu gönnen, um von anderen Experten zu profitieren, um die Ziele schneller zu erreichen. Also das ist sein Learning aus dem Business. Und ich würde gerne noch mal wissen von euch, liebe Community, wie seht ihr das? Ihr habt es ja schon geschrieben, vom Kunden her denken. Was waren da eure beste Erfahrung? Oder ist es euch auch so gegangen wie Florian und mir, dass ihr sagt, okay, wir schauen mal genau hin, was braucht die Zielgruppe gerade, was für Anfragen kommen rein und entwickelt danach eure Produkte. Wie macht ihr das? Ich finde das super spannend. Also bei mir ist es jetzt wirklich so Content. Das ist ja das große Buzzword. Und 2021 wird ja auch ein enormes Content-Jahr, wenn man den Marketing-Gurus glauben darf. Ich finde es super spannend und das ist auch sowas. Ne? Jetzt kommen immer mehr Kunden auf mich zu und sagen, Florian, wir hätten gerne einen Content-Workshop. Kannst du uns mal so reden? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es kommt. Aber lustig ist, dass ich war letzte Woche beim Kunden und wir hatten dort so einen Workshop und dieser Moment, wenn man mitbekommt, wie
oder wie man diese Stories findet, wie man Content findet, also Stories, die man erzählen kann. Und dann plötzlich klar wird, dass es ja überhaupt nichts damit zu tun hat, was du kannst, wer du bist, was du anzubieten hast, sondern einzig und allein darum geht, was dein Kunde davon hat. Also das Verstehen, dich komplett außen vor zu nehmen und zu sagen, ich bin unrelevant. Das ist so der erste Schritt, der viele Unternehmer erstmal abschreckt, weil es ja eigentlich immer darum geht, ich bin der Beste, der Schönste, der Tollste. Und einfach nur zu sagen, so, lieber Kunde, nicht mal lieber Kunde, so, Kunde, du stehst jetzt im Mittelpunkt und alles, was wir tun, dreht sich um dich. Und lustigerweise, also wir standen wirklich da und haben gesagt, ja, wie finden wir jetzt Content und so weiter, wie finden wir jetzt Inhalte, die man erzählen kann und so viel können wir ja gar nicht erzählen und irgendwelche Geheimhaltungsklauseln und so weiter und so fort. Dann haben wir das Ganze mal umgestellt und gesagt, ey, guck doch mal aus der Sicht deines Kunden, was macht dein Kunde davon, was macht dein Kunde davon? Und dann plötzlich sprudelten die Ideen plötzlich nur so raus und haben gesagt, wir gehen komplett weg von uns als Unternehmen, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Und plötzlich hast du ein ganzes Bataillon an Geschichten und Use Cases und was nicht alles, was du erzählen kannst. Aber dieser Switch, der muss im Kopf stattfinden. Das ist die Schwierigkeit vieler Unternehmer. Danke, lieber Florian, weil ich genau das ist, besser kann man es nicht zusammenfassen, aber du bist ja auch der Storytelling-Held. Steffen schreibt, der Kunde ist der Held. Und das ist auch so. Ich bin unglaublich neugierig und bin ja in sehr vielen verschiedenen Branchen drin. Und eine Fähigkeit, glaube ich, die ich mir bewahrt habe über all die Jahre, ist diese gesunde Neugier. Was macht denn derjenige eigentlich? Wie geht denn das? Also ich stelle mich in dem Moment, in dem ich sein Marketing-Mentor bin, in die Schuhe seines Kunden und frage, vielleicht auch manchmal naive Fragen. Aber diese Fragen, die helfen eben unwahrscheinlich, um zu reflektieren, okay, was fragt denn jemand, der von außen ins Unternehmen reinguckt, ne? Richtig. Genau. Pia schreibt, vor dem Storytelling kommt tatsächlich das Story Licensing. Nee, sie hat, es ist ein Schreibfehler, aber ich glaube, sie meinte Listening. Listening, stimmt, ja. Sorry. Ja. Und Customer Innovation ist das Geheimnis Community, genau, ist der Ideengeber. Genau, was ist sicherer, um Produkte garantiert zu verkaufen? Ja, also das ist tatsächlich so. Wenn der Bedarf da ist, dann muss es ja klappen. Ja, Listening. Ja. Entschuldigung, ich habe es nicht richtig gelesen. Pia, danke. Alles gut. Aber damit hat Pia eigentlich vollkommen recht. Natürlich hat Pia recht. Pia ist auch eine absolute Größe auf dem Gebiet. Von daher, wie kann sie da Unrecht haben? Aber absolut richtig. Und ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Verständnis, was heutzutage überhaupt erst wieder in die Köpfe reinkommen muss. Zuhören. Zuhören, zuhören, zuhören. Nicht erzählen. Ich weiß noch, ganz lustige Geschichte, ich hatte früher einen Marketing-Leiter bei uns in der Firma. Und der hat gesagt, irgendwann ganz am Anfang zu mir gesagt, die größte Stärke in der Kundenbindung ist das Zuhören. Du musst nicht der Lauteste am Tisch sein, sondern du musst der sein am Tisch, der am besten zuhört. Und das war so ein Satz, der hat sich für mich so eingebrannt, weil ich weiß gar nicht, war in irgendeiner Rotweinlaune erzählt. Das hat sich so in mir eingebrannt. Dieses, Florian, du musst am besten zuhören, du musst dich am besten erzählen können. Und das ist es genau, worauf es eigentlich ankommt. Du musst zuhören, was dein Kunde will, was er sucht. Ich nehme immer das Beispiel für meine Kunden, wenn sie mich fragen, ja, gib uns doch mal ein Beispiel. Dann sage ich immer, jetzt stell dir mal vor, du mietest dir auf dem Times Square die größte Werbeleuchte-Botschaft-Plattform, die du da machen kannst. 25 Millionen Euro kostet sie am Tag. Du mietest sie für einen Tag und du packst da einen Mörder, also lässt dir ein Foto von Peter Glick machen oder sowas und also richtig teuer, richtig gutes Foto und Peter Lick sagt, mach ich und du zahlst irgendwie 50 Millionen Euro für die Anzeige. Dann postest du ein riesiges Bild und es ist eine Werbung für sehbehinderte Menschen. Das ist meines Erachtens nach das, was es am besten darstellt, weil du einfach sagst, da hat man nicht auf die Zielgruppe gehört. Ja. Weil dann würdest du wissen, das ist eine total doofe Idee, ist dein Bild dazu machen. Das ist genauso eine Radiowerbung für Hörgeschichte. Absolut. Und das ist
eines der großen Geheimnisse, nicht nur des Marketings und nicht nur des Storytellings, sondern des gesamten Unternehmerlebens. Ja. Denn, und da sind wir, können wir vielleicht auch den Kreis schließen zum Schwarz-Weiß-Denken. Wenn ich jetzt gut zuhöre, was mir die Situation sagt, was die Situation für mich bedeutet, was ich da rausziehen kann, egal wie die Umstände sind, was ich da für mich rausziehen kann, was ich lernen kann, was ich anderen geben kann, dann sind wir sehr viel bei sehr vielen Grauschattierungen und dann müssen wir gar nicht so dolle schwarz-weiß denken. Ja, ja. Ja, man muss es akzeptieren. Genau, genau. Ja, Sonja schreibt gerade, in Good Old Germany ist das Mindset, der Kunde ist König und das führt zu einer Close Innovation. Ja, ich finde, wenn man so ein bisschen sagt, der Kunde ist das Volk, wir leben ja in einer Demokratie und keine Anarchie, der Kunde ist das Volk und das Volk bestimmt. Jetzt kann man natürlich um die Ecke kommen und sagen, ja, wir sind doch alle. Nein, sind wir nicht. Sondern nimm es einfach mal so, dass der Kunde derjenige, der ist, der wird darüber bestimmt, ob du erfolgreich bist oder nicht. All dein Umsatz, all das, was du dir erarbeitet hast, das wäre nicht möglich gewesen ohne deinen Kunden. Also gebührt deinem Kunden eigentlich ein Mindestmaß an Respekt und Erkennung, indem du ihm zuhörst. Und wenn deine Kunden jetzt gerade sagen, lieber Florian, wir möchten gerne bei dir den Storytelling-Workshop machen, komm bitte zu uns hier ins Haus, dann kann ich nur sagen, lieber Kunde, das mache ich sehr gerne, sobald der Lockdown vorbei ist. Bis dahin können wir gerne online machen. So. Ja. Oder der Kunde sagt, zum Beispiel jetzt vor, wann war das? Irgendwann im Spätsommer. Da habe ich mit dem Bertelsmann Verlag gearbeitet und die haben gesagt, alles klar, bis 31.12. haben wir keine Präsenzworkshops, es geht nur online. Mhm. Dann ich sage, okay, alles klar, lieber Kunde, du sagst, du bestimmst Online-Workshop, dann machen wir Online-Workshop. Ja. Habe ich mich da irgendwie hingestellt? Nein. Und das ist halt so das Ding, finde ich, Unternehmen, die anfangen, ihren Kunden in den Mittelpunkt ihres gesamten Handelns zu stellen, sind diejenigen, die momentan am wenigsten sich beschweren, dass Krise ist. Sondern Das sind diejenigen, die jetzt sagen, ey, wir stehen so dicht mit unseren Kunden im Kontakt, die wissen, uns geht's nicht so gut. Die Kunden möchten sich trotzdem fortbilden, weiterentwickeln, was auch immer. Mhm. Ja? Und das sind diejenigen, die jetzt trotzdem gutes Business machen. Definitiv. Also ich sehe das ganz genauso, wie du es beschreibst, Florian. Und das ist einfach, das ist eine Haltung. Und da hat Sonja recht, es ist wirklich ein Mindset. Genau. Und ich finde, eines der Geschäftsprinzipien, und das ist egal, was du verkaufst, also egal, was deine Branche ist. Es ist einfach in jeder Branche so. Richtig. Und dieses, genau, der Kunde ist Designer, genau. Sonja bestätigt das nochmal, finde ich super, super cool. Lieber Florian, das war ein fulminantes Storytelling-Gespräch. Sag mir doch noch einmal bitte, zum Abschluss so, was ist denn so deine Quintessenz aus dem, aus den letzten 9 Monaten? Wir sind schon fast 10. Was ist denn da deine Quintessenz? Und was würdest du jetzt den Menschen raten, gerade wenn es um das Thema Marketing, Storytelling geht? Die Quintessenz der letzten 10 Monate ist für mich eigentlich der, dass du digital sichtbar werden musst. Und zwar, so sichtbar, dass dein Kunde oder deine potenzielle Zielgruppe gar nicht an dir vorbeischauen kann. Wie schaffe ich das? Mit Konsequenz und mit gutem Inhalt. Es interessiert niemanden, ob du jetzt ein super duper Sonderangebot bis morgen hast oder irgendwie den besten Preis im Markt. Ich habe neulich allen Ernstes einen Newsletter bekommen, der beworben hat, wir sind die günstigsten im Markt. Ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Sag ich jetzt mal aus Positionierungssicht. Es ist eine andere Sache. Es war katastrophal. Übrigens, das ist das letzte YouTube-Video, was ich da habe. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da mache ich immer ein bisschen längere Videos, ein bisschen tiefer in Storytelling rein. Beispiele, schlechte Beispiele, Tipps und Tricks und so weiter. Und da ist dieses Video drin. Während ich das Video gedreht habe, habe ich diesen Newsletter bekommen. Das war super passend. Ich sage, Moment, den lese ich jetzt vor. Und liebe Unternehmen, mein Learning aus den letzten 10 Monaten ist, wenn du einen guten Content, ein gutes Marketing betreibst und dich auf Social Selling einlässt, dann hast du dein Unternehmen schon so weit richtig positioniert, dass du dann nur ganz, ganz kleine Stellschrauben drehen musst. Und ein
Das geht nicht. Gibt es nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, du wirst mir dazu stimmen. Ich habe in den 10 Monaten mit Kunden gearbeitet, wo ich niemals gedacht habe, dass die Branche darüber nachdenkt, digital sichtbar zu werden. Und wenn es die Eisdiele von um die Ecke ist. Aber erstaunlicherweise sind es die Unternehmen, die ein offenes Mindset haben und sagen, wir verändern was und wir gehen auch mal, oder wir lassen uns mal auf einen neuen Weg ein. Und Digitalisierung ist ja immer noch ab und zu neu bei uns in Deutschland. Das stimmt. Also ich finde das so wunderbar, wie du es zusammengefasst hast, weil es kommt nicht auf die Branche an, sondern aufs Mindset, also auf die Offenheit für die Dinge. Und ich kann nur sagen, mein Tipp ist, vernünftige Positionierung, mach dir klar, wo deine Kunden sind und dann findest du den richtigen Kanal. Und dann ist, wie immer im Leben, das Wichtigste, Menschen kaufen bei Menschen. Also stelle wirklich Beziehungen her zu Menschen. Content, mega krass wichtig. Und dann pflege die Leute, die deinem Content folgen, die deine Fans werden, die sagen, boah, so wie ich als Florian Hohmeier-Fan, ja. Also Florian, pflege mich bitte. Ja, mache ich. ihr wisst, was ich meine. Also wertschätzt diese Menschen, die von euch lernen wollen, die euren Content konsumieren. Das ist das Wichtigste. Da fallen mir spontan 2 ganz kurze Sachen dazu ein. Und zwar erstens Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Wenn irgendwo eine Frage auftaucht, und das ist jetzt total egal, ob du jetzt 65-jähriger Unternehmensinhaber oder 18-jähriger Neugründer bist, wenn du eine Frage hast, dann frage. Es gibt nichts, was man nicht erfragen könnte. Und wenn du an irgendeinem Gerät, wo sofort die Paywall hochfährt, dann geh zum nächsten. Ich sage zum Beispiel immer, wenn du eine Frage hast, lass es mich gerne wissen. Und das ist mein voller Ernst. Ich habe gar keine Lust dafür, irgendwas zu nehmen oder sonst irgendwas, sondern ich will, dass die Leute anfangen, umzusetzen. Und das kriegen sie nur hin, wenn sie fragen. Und Punkt Nummer 2, und du hast es ganz richtig gesagt, bei mir unter meinen Videos wird ganz gerne mal behauptet, die Hälfte aller Kommentare ist von mir selber. Und liebe Freunde, das stimmt. Jeder Kommentar, der dort unter meinem Video auftaucht, wird persönlich von mir beantwortet. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Zuschauer mir ihre 3 Minuten Zeit schenken. Es ist nicht selbstverständlich, dass du meinen Beitrag siehst oder sonst irgendwas. Ja. Ich habe das neulich auch auf YouTube gesagt. Überleg mal bitte, nimm deinen Stundenlohn, teile den durch 60 und dann weißt du ganz genau, was deine Minute wert ist. Also ja. Der Zuschauer, der sich mein 3-Minuten-Video anschaut, investiert also gerade 3/60 von seinem Stundenlohn in meinen Content. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist so schön zusammengefasst, weil ich mache das auch. Ich kommentiere auch, ich kommentiere auch meine Kommentare. Einfach aus dem Grund, weil das für mich eine Wertschätzung ist. Und ganz nicht nur bei LinkedIn, spielt sich ja hinter den Kulissen ab, in den persönlichen Nachrichten, wo dann eben diese Fragen kommen. Und ich kann euch nur ausdrücklich ermutigen, nutzt dieses Netzwerk, nicht nur dieses, sondern alle, die ihr lieb habt, alle Netzwerke, und verbindet euch mit Experten, lernt von denen und es kann nur gut werden. So ist es. Genauso ist es. Und gemeinsam wachsen wir. Ich weiß, es sind 2 Euro ein Phrasenschwein, aber es sind so Kleinigkeiten, wie wird es ich, der Köder muss den Fisch schmecken und nicht den Angler. Aber das sind so wirklich so Banalitäten, wo du echt denkst, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist leider Gottes genauso. Ich wiederhole das sehr gerne. Auch in meinem Podcast. Ja. Ich sage also, dieses Köder-Fisch-Dings bringe ich öfter. Und genauso wie das Menschen kaufen bei Menschen, Vertrauen. Und dann hast du und mit Vertrauen und mit diesen richtigen Positionierung wächst auch die Kraft der Empfehlung. Das kann ich nur so bestätigen. Richtig. So ist es. Lieber Florian, ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses fulminante und sehr erfrischende Gespräch. Und ihr Lieben, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wenn ihr eine Frage zum Thema Storytelling habt, zum Thema Marketing, immer her damit. Wir sind bereit. Ganz genau so ist es. Vielen Dank für die Einladung, Jana. Danke, Florian.